Hi Leute, ganz kurze Info, die Auflösung des Minecraft-Votes bezüglich des 1.8er-Patches. Ich habe jetzt mal die Kommentare geöffnet. Es war keiner dabei, der dafür getippt hat oder dafür abgestimmt hat, dass ich die alte Welt für 1.8 behalten soll. Ich muss sagen, das war auch ein bisschen komisch aufgebaut. Ich schätze mal, ich werde das neu oder ja, das zukünftige, die, wie sage ich denn das jetzt? Ich werde die Zukunft des Let's Plays ein bisschen anders strukturieren. Ich hoffe, dass das dann ein bisschen besser ankommt und ja, war ehrlich gesagt, wenn ich an das Let's Play denke, wie es bisher ablief, war nicht so optimal. Ich denke, ich werde es ein bisschen anders machen. Ich habe da schon ein bisschen was im Kopf. Ich hoffe, dass ich dann zum Start von 1.8 auch gleich loslegen kann mit Aufnehmen und Hochladen. Werde dann mal gucken, nicht gerade täglich, aber hoffentlich relativ viel Minecraft hochladen. Und ja, mal gucken, wie es läuft. Ich weiß auch noch nicht ganz, inwiefern ich dann die neuen Inhalte nutzen kann, sollen, würde. Mit den NPCs bin ich noch ein bisschen skeptisch. Mit dem Erfahrungssystem. Ich habe jetzt in der Pre-Release-Version zwar einen Erfahrungsbalken gesehen, aber keine Levelanzeige. Ich habe da jetzt, glaube ich, in meinem 1.8er Pre-Release-Video habe ich da jetzt ein oder zwei Level-Ups gehabt. Das hat man an der Erfahrungsleiste gesehen, wenn die voll war. Aber ich habe irgendwie nicht gesehen, dass ich jetzt gesehen habe, okay, du bist Level 0, Level 1, Level 2, Level 3 oder was. Stand da nirgendwo. Habe ich auch nirgendwo im Inventarfenster oder sonst was irgendwie gesehen. Egal. Ja, das sollte eigentlich nur die ganz kurze Info werden, dass halt, wie gesagt, eine neue Welt angefangen wird. Und dass ich habe jetzt quasi die Zeit zwischen dem Vote und jetzt genutzt als Minecraft-Pause. Ich habe in der Zeit nicht wirklich viel Minecraft gespielt oder eigentlich gar nicht gespielt. Habe jetzt nach und nach auch in größeren Abständen die letzten Minecraft-Videos hochgeladen. Ich müsste jetzt das letzte hochgeladen haben. Und dann ja, geht's, sobald der offizielle 1.8er-Patch rauskommt, darauf warte ich erstmal mit dem Let's Play, geht's dann mit der neuen Welt los. Ich möchte jetzt mit dem Pre-Release noch nicht anfangen mit der 1.8er-Let's Play-Welt, weil eben die Pre-Release-Version noch nicht das Final ist. Ich weiß nicht, ob da jetzt alle Funktionen von 1.8 schon drin sind, alle Contents. Ich weiß nicht, was da noch an Bugs gefixt werden müssten würde. Deswegen warte ich da lieber auf die endgültige 1.8er-Version und ja. Ihr könnt euch dann eventuell auch auf weitere Tutorials freuen, die dann allerdings auf Mikes Welt hochgeladen werden mit einer Ankündigung auf Mike Gamer. Hat einfach die Gründe, weil ich nicht weiß, ob ich da eventuell Monetarisierung zuschalten kann. Also, dass da Werbung drauf geschaltet wird. Je nachdem, wie gut die Tutorials ankommen. Deswegen würde ich das dann auf Mikes Welt auslagern, aber keine Angst, ihr auf Mike Gamer werdet dann dementsprechend per Ankündigungsvideo oder Infovideo auf diese Tutorials hingewiesen. Da könnt ihr dann auch direkt per Verlinkung zum Tutorial gelangen. Also da braucht ihr keine Angst haben. Alles klar, das war's dann soweit von meiner Seite aus. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin und tschüss.